So, SV Niederwerth 3 gegen Pfaffendorf 2. Aber diesmal ist es heute ein 9 vs 9 in der Kreisliga D Staffel 2 Playoff-Entwurf 22-23. Da die zweite von Pfaffendorf oder da Pfaffendorf für die zweite Mannschaft anscheinend nur eine 9er Mannschaft gemeldet hat, gibt es hier mal heute zum ersten Mal auf meinem YouTube-Kanal ein 9 vs 9 Spiel. Geleitet wird das Spiel heute vom Sportsfreund aus Hörkornshausen, Markus Krämer. Und ich bin heute mal wirklich gespannt, wie dieses Spiel sich heute mal entwickeln wird. Und diesmal kann ich das mal wirklich zurecht sagen. Ich weiß, ich sage das relativ oft. Aber in einem 9 gegen 9 Spiel, auf einem kleineren Feld, man sieht es ja hier, das Feld ist immens kleiner. Ich bin theoretisch gerade im Innenraum des Spielfelds, also auf dem eigentlichen Spielfeld stehe ich gerade für dieses 9 gegen 9. Ich denke mal, dass hier dann natürlich auf die Ecke geschossen werden wird. Und dann kann es ja eigentlich mal relativ direkt hier losgehen, würde ich jetzt mal sagen. So, dann geht das heute mal los in diesem, naja, wie schon gesagt, in diesem neuartigen Spiel hier. Fast so nah am Spiel geschehen wie in Simmern beim letzten Spiel der dritten. Hat schon fast, naja, Dorfturnier-Qualitäten hier. Also zumindest mit dem verkleinerten Spielfeld. Also bei reinstem Aprilwetter im September. Es wird so langsam wieder frischer. Der Sommer ist so allmählich vorbei. So, hier haben wir die dritte erstmal im Vorwärtsgang. Also am Montag habe ich hier noch mittrainiert und jetzt am Donnerstag waren sie wohl in Urmitz in der Sporthalle und haben da wohl trainiert, weil der Platz halt durch den Regen etwas, sag ich mal, genässt war und man den Platz jetzt, sag ich mal, schonen wollte für dieses Freitagsspiel. Weil das, nee, für dieses Samstagsspiel, habe ich, wenn ich jetzt Freitagsspiel gesagt habe, sorry. So, und Martin Jung, der eigentliche Stürmer, steht heute mal für Niederwerth 3 im Tor. Hat vorhin noch ein bisschen geregnet während des Warmmachens. Aber das Wetter am heutigen Tag ist sowieso ziemlich verrückt. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, bei Pfaffendorf 2, bei der 9er Mannschaft, ist auch heute nicht Blasius dabei, der noch gegen unsere zweite in der Nachspielzeit noch den 1:2 Anschlusstreffer erzielt hatte. Der ist heute nicht dabei. Der ist, sage ich jetzt mal, ligaübergreifend doch der beste Torschütze, der beste Offensivspieler beider Mannschaften ist. Also sowohl als auch von der ersten und der zweiten. Nun, Andy Löhr geht hier im Mittelfeld an, aber der Ball bleibt dann doch noch in den gegnerischen Reihen. Also heute ist es für Niederwerth halt nochmal wirklich sehr wichtig, nochmal 3 Punkte hier zu holen, um sich eine stressvolle erste Hälfte des neuen Jahres 2023 zu ersparen.
damit man irgendwie hier in eine Aufstiegsrunde kommt. Man will gegen Hörgrenzhausen und Syrien Koblenz ergebnistechnisch wieder einiges gut machen. In Simmern hat man jetzt zuletzt gegen Eitelborn 2 auch verloren mit 1:2. Das 1:0 hatten wir sogar auf Video. Langer Ball nach vorne auf diesem kleinen Feld. Da stehen wir bei den Abseitsregeln, denke ich mal, wird es ganz normal hier heute bleiben. Musste auch bei der Feldgröße für mich jetzt vorhin auch nochmal mit der Kamera ein bisschen mit dem Rein- und Rauszoomen erstmal gucken. Aber das hier ist ja eigentlich trotzdem mehr oder weniger die gewöhnliche Position, als wenn das Feld normal groß wäre und ich hin am Zaun stehen würde. Der einzige Saisonsieg der dritten Mannschaft kam ja beim 7:4 hier auf der Südspitze gegen die zweite der Reinhardtself. So, und Michel Stein rückt hier nach. Also Martin Jung, der eigentliche Stürmer, wie vorhin ja gesagt, im Tor. Yannick Sterle, da vielleicht in diesem 9-gegen-9-Spielsystem vielleicht als einzigster richtiger Stürmer bei Niederwerth. Wer jetzt hier heute bei Pfaffendorf 2 als Stürmer vorgehen wird in der Abwesenheit von Blesius auf dem Feld. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich wusste ja vor dem Spiel jetzt natürlich nicht, bevor ich in die Aufstellung auf Fußball.de geguckt habe, ob Blesius überhaupt dabei sein wird. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, und abseits. So, und das Flutlicht ist natürlich auch schon, dann hat man ja sicherlich schon gesehen. Der Ball ist nicht so ganz gut und oh, wer wollte da durchstarten? Irgendjemand wollte da durchstarten. Ich glaube, du Bale? Okay, holt, glaube ich, dort den Einwurf raus, wenn es denn ein Einwurf war. Ja, der Ball war noch im Spiel gehalten. Andy Löhr, der sich den Ball jetzt hier holt. Und der Torwart wehrt den Ball mit der Fuß ab und Sterle kriegt den Ball nicht mehr. Und ich glaube, das war Ofelmann, der den Ball jetzt hier ins Ausgetroschen hat. Oder war das Ofelmann? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, hier hinten haben sich ja noch ein paar Ersatzspieler hier noch eingefunden. Ich glaube, so viele Ersatzspieler gibt es heute, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ich glaube, es wurde irgendwie mal gesagt, ja, Pfaffendorf, wenn die jetzt irgendwie 9 Feldspieler und, sag ich mal, 4 Ersatzspieler dabei hätten, dann hätten die ja theoretisch auch 11 Spieler normal aufstellen können und hätten 2 Auswechselspieler dabei. Beim 9:1-Sieg der zweiten Mannschaft gegen Kesselheim 2 letzte Saison war es ja auch so, dass Kesselheim nur einen Auswechselspieler dabei hatte. Und da sind sie ja ganz normal mit 11 gegen 11 angetreten. So, und es gibt einen Freistoß aus einer, jetzt sage ich mal, relativ guten Position. Wenn das Tor ganz regulär stehen würde, wo es normalerweise steht, ist die Position ja nochmal etwas anders, etwas weiter weg als normal, in Anführungszeichen. So ein Andy Löhr holt sich den Ball wieder. Ja, und das ist die nächste Chance. Ich denke mal natürlich, je nachdem, wie die Formation, wie die Herangehensweise an das Spiel ist, geht Niederwerth hier natürlich jetzt mit dem zweiten Schuss aufs Tor. Natürlich schon mal gut hier in dieser Anfangsphase. Wie gesagt, vorhin ein Dreier wird hier angepeilt. Man will nicht in der unteren Tabellenhälfte landen. Deswegen wird auch der Einzug in die Aufstiegsrunde angepeilt. So. Heute spielt auch Manuel Stein mit, der vorwiegend bei der zweiten Mannschaft spielt. So, und es gibt, glaube ich, jetzt für Niederwerth den nächsten Freistoß
Jetzt saß zumindest Sterle auf seinem Hosenboden. So, und Andy Löhr wird jetzt diesen nächsten Freistoß, denke ich mal, kurz spielen oder auf den zweiten Pfosten spielen, wo dann die Mitspieler noch am ehesten stehen. Aber, naja, und, nein, das war der fette Abschluss jetzt, glaube ich, den ich mich nicht erzählt habe. Und das war die dickste Chance, nahezu die dickste Chance. Ich hätte nicht mit dieser Variante gerechnet, dass der jetzt eher mehr oder weniger zentral gezogen wird. Ich dachte eher, der wird mehr nach außen gezogen, um ehrlich zu sein. Aber es hätte fast auf diese Art und Weise, die jetzt gerade hier ausgeführt wurde, geklappt. Und wenn wir weiter so machen, dann ist das 1:0 eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Das größte Manko, was mir noch in Simmern aufgefallen ist, dass Eitelborn 2 relativ viele Chancen durch die Mitte hatte, wodurch auch das 1:0 zustande gekommen ist. Das war auch eine Chance durch die Mitte und das 1:0. Das 1:0 für Niederwert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Sterle oder Dubale war. Schade, dass ich jetzt gerade keine Wiederholung kriege. Aber vom Jubeln her sieht es mir gerade nach Samu Dubale aus. Und das ist das 1:0. And it has been coming. Samu Dubale. Wenn es denn Samu Dubale war. Und die Geschichte ist geschrieben, im ersten 9 vs. 9 ist ein Tor gefallen. Und vielleicht werden es 2, vielleicht sind es in ein paar Sekunden 2. Oh. Ja, und das wäre die ultimative Antwort gewesen. The ultimate response, wie man in England sagen wird. Und warum spreche ich in letzter Zeit hier mit, werfe ich in letzter Zeit mit so vielen englischen Fußballwörtern hier um mich? Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt Sterle, aber der Torwart nimmt den Ball dann doch hier auf und schlägt ihn nicht mit dem Fuß weg. So, hier der Zwölfer, der stand vielleicht potenziell kurz im Abseits, dass bei einem langen Ball jetzt nicht gut gekommen wäre. So. Aber wie ich auch mitbekommen habe, die Tore werden ja auch in einer App wohl eingepflegt. Das heißt jetzt durch dieses Tor, wenn man sich jetzt leicht nicht sicher ist, wer jetzt vielleicht den Pass gespielt hat, dann kann man ja das hier vielleicht noch sehen. So ein Dubale war da wieder auf dem Weg in Richtung Tor über den Flügel. Sterle. Und der steckt durch auf Andy Löhr. Und der nächste. Und das muss das 2:0 sein. Also es könnte theoretisch schon längst 2:0 stehen hier. Wahrscheinlich wird dann dieser App, wo die Torschützen und Assistgeber eingepflegt werden, wahrscheinlich hier ein Topscorer in der dritten Mannschaft hier natürlich am ehesten wohl noch ermittelt. Auf meinem ersten Eindruck vom Jubeln her war es jetzt Dubale oder vielleicht auch Sterle. Ich bin mir nur gerade selbst nicht genau sicher. Ich habe gedacht, so die Ecke muss jetzt glaube ich wiederholt werden. Weil Dubale die falsch ausgeführt hat, glaube ich, oder zu früh geschossen hat. Das würde ich mir das jetzt gerade nicht interpretieren. Ich glaube, der hat die Ecke glaube ich einfach zu früh ausgeführt. Und ja, das hätte die nächste gute Chance sein können. Oder war sie fast.
Aber bis auf die eine Aktion nach dem 1:0 ist Pfaffendorf noch nicht wirklich in Richtung Strafraum von Niederwerth 3 gekommen. Und jetzt Michael Stein, der den Ball jetzt erstmal ruhig spielt und jetzt der lange Ball nach vorne zu Dubale und zu Andy Löhr. Und wirklich, ich weiß nicht, wenn alle Bälle jetzt hier ganz normal reingegangen wäre und man den Spielfluss so beibehalten hätte nach dem allerersten Tor, dann würde es hier bestimmt jetzt schon 3:0 oder 4:0 stehen. Mal bestimmt. Also das macht bisher wirklich Spaß, auch wenn das Spiel jetzt hier eher ein bisschen natürlich einseitig für Niederwerth läuft, ne? Aber ja, gerade als jetzt das erste 9 vs 9, was ich hier sehe, ich weiß nicht, wie sich so ein 9 gegen 9 spielerisch von einem 11 gegen 11 jetzt vielleicht unterscheidet, weil man vielleicht ganz andere Formationen ausprobieren kann oder je nach Spielstand auch sollte. Mit einem Sieg könnte man nochmal einen guten Schritt halt in Richtung Aufstiegsrunde machen. So, das ist natürlich so Höckershausen und Syrien Koblenz sind jetzt natürlich die Teams, die sich jetzt eher ein bisschen mehr festgepeilt haben da oben. Also deswegen, wie gesagt, Niederwerth sollte jetzt heute mal dringend dreifach punkten. Aber es könnte sich natürlich halt auch immens rächen, wenn wir hier halt so viele Chancen liegen lassen. Aber wenn wir halt Pfaffendorf 2 keine Chancen geben oder überhaupt nichts zulassen, dann ja, wenn Pfaffendorf halt auch überhaupt nicht in den Strafraum kommt, dann können sie auch keine Tore erzielen. So, und jetzt so eine Chance darf es nicht kommen. Ja, okay, der tritt sich schon entschieden, mein Schoner, weg hier. Ja, und das ist direkt schon wieder verpufft. Vor einer fast rekordverdächtigen Kulisse von vielleicht 7 Zuschauern. 7 bis 10 Zuschauern vielleicht, wenn man die Leute an den Ersatzbänken nicht dazu zählt. Und hier sind noch Eltern mit ihrem Kind. Also ich denke mal, das ist schon eine... in diesem... auf dem Papier so verrückten Spiel hier. So, und der leichte Regen hier setzt wieder ein. Oder ein bisschen heftigere. Wieder während des Videos. Aber ich bin ja gleich durch. Und ich habe gut, dass ich einen Schirm dabei habe. Ich habe mir gerade um linken Arm habe ich ihn mir drum gemacht. Also an der Schlaufe zumindest. Habe ja vorhin schon gesagt, es hat vor dem Spiel schon mal ein bisschen geregnet. Aber der Rasen ist ja trotzdem bespielbar. Also der hat zumindest für fast 20 Minuten gehalten. So ein Dubale, der jetzt hier wieder durchdringt, den Ball auf Andy Löhr ablegt. Und so langsam muss man sich fragen, was ist da vorne los mit den Stürmern? Was ist bei Dubale, Löhr und Sterle los? Boah, ich kann mir gerade mit der linken Hand alleine nicht den Schirm aufmachen. Ich bin ja Rechtshänder. Und kriegen auch gerade so gerade nicht gelöst. Ich brauche beide Hände dafür.
Gut, der Freistoß, ja, der wird fast schon ins Niemandsland verlängert, wo jetzt nur Michelstein steht und den Ball verteidigen kann. So, die 20-Minuten-Marke erreicht. Wir gucken mal, was wir hier noch drauf kriegen. So, jetzt könnte halt Pfaffendorf 2 sich nach der halben Möglichkeit, nach dem 1:0 mal die erste richtige Möglichkeit herausspielen. Ja, jetzt sind hier halt außerhalb mehr Pfaffendorfer wie Niederwerther. Naja, wenigstens fängt es kurzfristig an zu regnen, als irgendwie nach 5 Aufnahmeminuten oder so und dann durchgehend. Das ist heute irgendwie zumindest das Regen und Sonne in der Abwechslung. Ja, geht es das schon fast Aprilwetter. Ich weiß noch, wie es im April irgendwie ein bisschen geschneit hat und man auf SWR 3 oder was weiß ich die Hälfte von Last Christmas gespielt hat. Im April, als es ein bisschen Schneeregen gegeben hat. So, und jetzt hier Pfaffendorf. Und das gibt die erste Ecke für Pfaffendorf 2. Ja, und Manu Stein steigt hier direkt hoch und es gibt diesen Einwurf hier für Pfaffendorf 2, die glaube ich nur einmal gegen die Reinhardtself ebenfalls gewonnen haben, aber ansonsten glaube ich noch sieglos sind in dieser Saison. Ja, und das ist leichte Beute für den wahrscheinlich körperlich größten Spieler im Neuner-Team von Niederwerth heute. Ja, der kann sich fast aussuchen, wo er hinspielen kann. Ja, und es wird abgepfiffen und damit... Was? Geht's jetzt? Achso. Ich wollte gerade schon die spontane Abmoderation hier einleiten. Und wahrscheinlich geht's hier doch gerade für Pfaffendorf weiter. Guck mal, wie viele hier einfach jetzt stehen und alle sind nur am Strafraum. Ja, okay, außer Sterle jetzt hier hinten, aber... So, und es geht mit Einwurf Pfaffendorf weiter. Nee, es geht mit Einwurf Niederwerth weiter und damit verabschiede ich mich bis vielleicht bis morgen zum Spiel gegen RW Koblenz 2. Bis dahin, tschüss.